Aber ich glaube, ich nehme jetzt das Einkommen. Einfach aus dem Grund. Also Einkommen am Anfang und nach der 10. Runde verlierst. Einfach aus dem Grund, damit ich am Anfang richtig böllern kann. Ja. So, die heilen Units. Die Spawn Units. Dem spiele ich nicht gerne. Die spawnen auch Units. Wieder etwas teureres Deck, aber geht eigentlich. So, die hier, die schafft das auch alleine. Eine 130er Unit, also 125er und 100er Unit schaffen das nicht. Er hat das früher mal geschafft. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Und wir kaufen zwei Worker. Und wir können halt jetzt chillig spielen, weil der hat halt schon direkt Dings, also der hat das schon ein schlechter Spieler. Merke ich jetzt schon. Auch wenn er Gold ist. Das heißt nichts. Also diese Blume schafft es eigentlich bis Runde 3 fast solo. Auf Tour. Die schafft es halt auch lange. Lang und weit. Das hier zum Beispiel ist auch ein schlechter Start. Zwei Stück von denen. Ja, naja. Ich gehe für einen davon. Das ist ein ganz guter Tank eigentlich. Der hält das jetzt erstmal ein bisschen. Der hat zwar echt wenig Leben, dafür hat er halt sehr viele Resistenzen. Und ja. Damit die Blume halt zumindest nicht von Anfang an angegriffen wird. Weil die Blume ist kein Nahkämpfer, sondern etwas Fernkämpfer. Der hier auf, auf Runde 3 ist auch immer sehr, sehr stark. Okay, dass er so viel jetzt geleakt hat schon, der Typ. Zunum. Boah. Ja, da wollte ich ihn schon. Also. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so worth war für die. Hier will ich eine Blume hin platzieren. Das heißt, ich platziere hier so ein. Platz hier und gehe auch nochmal mit einer Schnecke. Wir haben halt wirklich viel mehr Einkommen. Also wenn du hier siehst, Einkommen ist halt um 11 erhöht, einfach weil wir halt mehr auf Worker gehen können jetzt auch. Gehe auch direkt noch ein Worker. Die ist halt jetzt sehr stark, weil die macht Magic Damage. Die ist auch in Runde 5 sehr stark schon noch. Und ja. Wir haben ihn richtig hart zum Leaken bekommen, wenn wir ihn sogar noch zum Leaken. Okay, ne, den kriegen wir nicht zum Leaken leider. Aber trotzdem kriegen wir sehr viel Gold, weil die wird das nicht halten können, ja. Der kriegt jetzt auch gut Damage noch. Das ist zwar jetzt anfangs, das ist leider nicht so viel Gold. Aber wir haben jetzt sehr viel, also wir sind über 30 Gold ahead denen so gegenüber. Jetzt 120 minus. Und ich will jetzt auch einen Healer haben. Den packe ich aber hier hin. Ja.
ganz gerne auf Runde 7 komplett full drauf gehen. Die heilt halt echt gut. Und macht sogar gar nicht mal so schlechten Damage. Und heilt halt einfach die Blume. Guck, die Blume hat halt einfach so lange. Ach, die lebt immer noch. Die hat einfach bis zum Ende überlebt. So, wir sind jetzt 90 hinten. Wir gehen einen davon. Und ja. Ja, Magic. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal einen Healer. Und danach geben wir auch nochmal eine zweite Blume. Nochmal den. Der tankt nämlich jetzt richtig viel. Der tankt ultra viel. Ihr werdet jetzt sehen. Gegen Magic Damage kriegt er halt wirklich viel weniger Damage als sonst. 270 Leben hatte der. Das ist halt wirklich insane. Und die Heiler hinten machen halt auch dicke Work. Jetzt sind wir wieder 100 Gold im Minus. Können nochmal einen Worker gehen. Gehen jetzt nochmal einen davon. Und ja, jetzt chillen wir einfach. Und schicken jetzt gleich richtig kranken Stuff bei Welle 7. Die ganze hat irgendwie ja, schon zweimal seine Dings geändert. Jetzt nochmal. Ah, er hat das, okay. Jede Runde kriegst du irgendwelche random Units. Digga, bitte, sei doch nicht so ein Vollidiot und sende. Er sendet dann. Ah doch, jetzt hat er eigentlich. Endlich. 180 Gold. So. Packen jetzt einen davon noch hin. Und wir packen auch gleich einen davon hin. Sind zwar ein bisschen schwächer jetzt so gesehen gegen die machen halt weniger Damage, weil man sieht hier Magie macht gegen Arcan 25% weniger Damage, aber sind halt gute Tanks und machen einfach generell viel Damage. Upsala, der Rechtsklick wollte ich nicht drücken. Halt zu viel gegangen. Aber das Gute ist halt, meine Units sind eigentlich relativ stark. Die kriegen die ganze Zeit Mana, auch wenn die AFK hier rumstehen. Die spawnen Sachen. Hat jetzt nochmal geschafft zu heilen. Der hat nur 28 Leben. Stück davon und wir gehen noch mal ein paar mehr, noch mal zwei Heile. So. Und jetzt wieder chillen, einfach chillen. Die kannst du auch upgraden, dann heilen sind 300. Problem ist nur, lieber mehrere die 100 heilen oder lieber einen der 300 heilt.
Er wird halt die ganze Zeit gefickt, weil er viel zu viele Worker geht, Alter. Und er hat schon wieder geschickt. Das ist einfach ein Vollidiot. Also mein Teammate ist einfach ein Vollidiot. Punkt. Ich wollte jetzt senden, du. Ah, egal. Scheiße. Ging halt Gott sei Dank auch noch mal ein bisschen Damage. Er kann zwar jetzt viel senden, aber es ist halt nicht worth. Es ist halt nicht wirklich worth. So, und jetzt grade ich auch einen ab. Er ist wirklich viel mehr Leben und er spawnt halt noch krassere Viecher. Und jetzt tun wir noch mal einen, aber hier hin. So. Das ist meine letzte Runde, die ich stark bin. Er hat mich jetzt eingeholt schon mit dem Gold. Ich bin zwar jetzt noch Erster, aber im Endeffekt, wenn man hier sieht, insgesamt durch Einkommen bin ich jetzt schon unter ihm. Generell habe ich mehr Gold, weil ich einfach seine Units immer halten muss. So, er liegt und was mit mir? Warum liegen meine nicht? Eigentlich sollten meine richtig krass liegen. Weil er hat 280 und das ist halt eine Tank-Unit. Und er hat einfach so dicken Tank dazu bekommen, aber nein. Okay, er hat wahrscheinlich viel Nahkampfschaden. Und nur ihn als Fernkampf, aber naja. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war schon wieder die Runde. Ah, er hat viel Leben. Er war es leider noch nicht. Oh, ich kann jetzt wieder zwei Stück gehen. Und gehe dann nochmal ihn hier hoch. Und tu halt hier nochmal einen hinstellen und stell hier, glaube ich, nochmal einen hin. Ne, ich stelle hier einen. So. Also wenn die das nicht geschaffen zu halten, dann haben wir gewonnen. Aber wie ihr seht, er hat mich jetzt überholt. Einfach weil ich jetzt auch halt nach der Runde verliere ich halt richtig viel Einkommen auch. Dafür ist halt dieser Zun echt schlecht. Schon seit Anfang an. Aber mein Typ ist halt auch nicht gut. Obwohl wir beide haben jetzt echt schlecht geleakt. Aber ich glaube, das war die Runde. Ich glaube nicht, dass der jetzt so viel Damage macht, oder? Nein, okay. Boah, obwohl... Okay, ich dachte schon. Victory. Knapp, aber gewonnen. Bin MVP geworden, warum? Weil ich halt einfach, ich habe abgefangen. Ich habe mehr Söldner. Durchschnittliche Durchlass habe ich nur 5%. Ich habe Einheitenwert höher und Gesamtwert hatte ich auch höher. Also ich war einfach gut. Kriegst du auch nochmal. Ja gut, haben wir gut zwei Games gewonnen. Ich würde sagen, das war's erstmal. Okay. Die für YouTube. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo und ein Like da lassen. Und wenn ihr nochmal ein paar Runden Legion sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin offen dafür, nochmal Legion zu spielen.